Guten Morgen, Leute. Tag Nummer 6 ist angebrochen. Und wir sind bei unserer Morgen-Mission-Spaziergangsrunde. Ja, wir gehen jetzt frühstücken, dann wieder ein bisschen am Pool, dann geht Püppchen in den Sport. Wie jeden Morgen machen wir das so. Heute ruhe ich mich mal aus, ich konnte mich nicht mehr. Ja, und dann geht's heute zu unserem Delfin-Schnorchel-Ausflug. Drückt uns fest die Daumen, dass wir auch Delfine sehen. Ja, deswegen werden wir heute mal ein bisschen chillig machen mit hoffentlich schönen Eindrücken vom Schiff, vom Meer. Ja. Und dann gucken wir mal, was der Tag noch so bringt, ne, Püppchen? Yes. Da, Frühstück sieht wie immer wie folgt aus. Ich hab heute mal was anderes gemacht. Brötchen. Guck mal, das da sieht aus wie ein Kackerhaufen. Oder? Ja. Jetzt mal guten. So, Frühstück beendet. Jetzt geht's ein bisschen an den Pool. Swimming, planschen. Und der Planet brennt schon, Leute. So, Leute, wir haben noch ein kleines Attentat. Wir haben hier bei unserem Hotel so ein Strandgeschäft mit so schönen Sandbildern. Und da werden wir uns jetzt mit unserem Namen so ein schönes Herz machen lassen. Und für die Kinder jeweils eins und für dein Patenkind eins. Ja, und der Mann fängt es jetzt gleich an. Die sind richtig schön. Jetzt darf Püppchen mal mitmachen. Püppchen, dann müssen wir das aber billiger kriegen, wenn du mithilfst. Thank you.
Leute, ich war jetzt ein bisschen im Zimmer, hab mich mal fresh gemacht, mal ein bisschen ausgeruht, weil heute macht mir die Hitze etwas zu schaffen. Wir haben an die 40 Grad jetzt schon. Es ist 10 Uhr. Ich kann jetzt an den Strand laufen und unsere Sandbilder abholen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Dann nehme ich gleich Handtücher mit, weil um 13 Uhr werden wir abgeholt für unsere Delfinschnorcheltour. So, ich bin vollgepackt mit Sachen. Ich habe für Piffy auch noch eine Überraschung gekauft. Und für mich diese Sonnenbrille. Und jetzt hole ich das Püffchen mal beim Sport ab. So, Püffchen. Ich habe das Püffchen jetzt mal beim Fitness abgeholt. Und ich habe euch ja schon gezeigt, wie viele Tüten ich habe. Hier sind die Sandfiguren jetzt drin. Und Püffchen, für dich habe ich auch noch eine Überraschung. Willst du mal in die schwarze Tüte reingucken? Ja. Ja. Gesehen haben. Ja, aber in deinen Farben. Ja, das ist ja sweet. Guckt euch das mal an. Also ihr habt es ja bestimmt schon gesehen. Nee, so, okay. So habe ich es noch nicht gezeigt. Oh, guck mal, wie nice. Das ist ja cool. Guckt euch mal an, richtig schön. Das kann man sich dann für zum Strand so umbinden, ne? Ja. Voll cool. Thank you, Püppchen! So, wir haben es jetzt geschafft, wir sind fertig. Jetzt haben wir aber noch ein bisschen Zeit. Wir wollten jetzt noch in der Lobby einen Kaffee trinken und noch mal vorne am Hotel in die Shops gehen, weil wir eben nicht genug eingekauft hatten. Wir wollen nämlich noch Handtücher von hier. Gucken wir mal. So, also in den Shops haben wir zwar was gefunden, aber der hat sich nicht auf den Preis eingelassen, den wir wollten. Also sind wir wieder weg und gucken heute Abend. Heute Abend lautschen wir nochmal rüber ins Cleopatra Bazar. Wir dürfen heute übrigens im Alibaba zu Abend essen drüben. Da seht ihr das auch mal. Da haben wir eine Reservierungskarte. Ja, gucken wir mal. Und jetzt trinken wir erstmal Coffee. Und wir warten auf den Bus, der uns zu den Delfinen bringt. So, wir sitzen jetzt in irgendeinem anderen Bus. Unser Busfahrer, keine Ahnung, der kam nicht. War irgendwo falsch, keine Ahnung. Jetzt sind wir woanders drin. Ja, jetzt sitzen wir hier in dem richtigen. Das ist schon aufregend. Wir sitzen jetzt in irgendeinem Privatauto. Deswegen durfte der auch nicht zu uns reinfahren. Und wir haben ihn nicht gefunden. Hier kommt übrigens die Polizei von Hurghada. Also irgendwie fahren wir hier ganz seltsame Wege, wo eigentlich fast gar keine Wege sind. Das sind, mein Gott, bessere Feldwege hier. Ein bisschen kurios. Wir sind angekommen. Jetzt sind wir ja mal gespannt, mit was wir hier gurken. Da stehen tatsächlich so Schnellboote, Püffchen.
Da habe ich noch mehr Angst. Aber hier ist das Meer total türkis, das ist richtig schön. So Leute, das hier, das ist unser Speedboat, mit dem fahren wir jetzt. Aber hier sieht es richtig schön aus. So ein bisschen griechisch angehaucht, alles so in Blau. Gelb, hübschchen, schön hier. Aber wenn ich das Boot sehe, kriege ich noch mehr Angst. Ja. Da müssen wir jetzt rein in das Boot. Ja, wir sitzen jetzt hier hinten auf dem Boot. Ich habe auch echt Angst. Mal sehen, wenn wir hier lang brettern. Vor allem haben wir die Befürchtung, dass wir hier sehr nass werden. Aber egal, wir haben ja Badeklamotten unten drunter. Und wir haben Angst, dass wir hier einen Sonnenstich kriegen. Das Boot hat nämlich kein Dach. Und wir fahren jetzt 4 Stunden lang hier durchs Rote Meer. So, jetzt geht's los. Da hinten ist das Wasser richtig türkis. Es geht los, mit Disco fahren wir jetzt hier raus. So, jetzt geht's los hier. Mal sehen, wie schnell wir fahren. Oh Gott. Ich bin nass. Also hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Leute vor zu schnorcheln. So ein kleinen Huddel da. Da bin ich ja jetzt echt mal gespannt. Hier kann man überall unterm Wasser schon was sehen.
der erste Schnorchelrundgang ist erledigt. Jetzt geht's weiter zum nächsten Spot auf irgendeine Paradise Island. Hier ist eine wunderschöne Insel. Ich zeig's euch mal. So was Schönes. Da ist auch die Hölle los. Jetzt geht's rund. Every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah.
sind jetzt übrigens hier wieder an der Paradiesinsel angekommen. Hier machen wir jetzt noch einen Zwischenstopp. Aber Leute, das war so schön, die so nah zu erleben. Und die hatten zwei Babys. Das war, die waren vielleicht so einen Meter lang nur, richtig klein. Aber Alter, die hatten Power bis zum Abwinken. Die sind da rumgesprungen. Unter unserem Boot, neben dem Boot. Richtig schön. Wann sieht man mal sowas? Das sieht richtig schön aus hier. Guck mal, da oben so Bettchen, wo man sich in die Wüste legen kann. Aber hier ist auch massig was los. Ja, alle müssen runter. Ich weiß nicht, ich habe keine Uhr an. Wunderschöner Strand. Das sieht fast aus wie in der Karibik. Gell? Dann das Wasser. Da kann man durchgucken auf den Boden. Also, das ist schon der absolute Wahnsinn. Hier machen wir jetzt mal einen kurzen Zwischenstopp zum Relaxen beim Sonnenuntergang. Und hier ist richtig schön. Er duscht sich ab. Wieder zurück, wir sind wieder an Land und hier ist echt schön. Wow, guckt mal, wie schön man hier sitzen kann. Und das bei Sonnenuntergang, very, very nice. Also gibt doch noch schöne Plätze in Hurghada. Oh, was Coke und Sprite. Titos Hafen irgendwie ist das hier. Ja. Und Püffchen muss natürlich auf Klo. Wir sind wieder in unserem Aladdin angekommen. Oh, Leute. Die Taxifahrten sind immer eine Katastrophe hier.
Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also Leute, solltet ihr hier in Ägypten sein, macht Ausflüge. Sowas erlebt ihr nie mehr wieder. Nee. Ich glaube, wir träumen heute Nacht davon, weil so ein Erlebnis... Wann mega. Kommt man Delfinen so nah? Die waren neben unserem Boot. Ihr seht es ja, die waren unter unserem Boot mit den Babys. Also sowas Schönes in der freien, auf dem freien Meer zu sehen. Ja. Also der hat mir nur erklärt, dass da waren ja auch zwei Babys dabei. Die waren ungefähr 20 Tage alt, hat er gesagt. So 1,20 Meter lang. Und dann habe ich ihm so gesagt, ja, dass ich mir Delfine gar nicht so riesig vorgestellt habe. Da hat er gesagt, wenn man so ganz aufs offene Meer rausfährt, so weiter weg, wären die fast doppelt so groß. Ja. Also und Riesenviecher. Auch Leute, dieses Paradise Island, also sowas mal gesehen zu haben, so eine Insel, wo wirklich im Nirgendwo ist, und das war heute so Karibik-Feeling, ja. Also sowas Schönes. Das echt. Wasser richtig türkis, ja. Man konnte von überall bis auf den Boden gucken. Auch von dort, wo wir losgefahren sind, ihr habt es ja gesehen, wie schön das hergerichtet war. Ich hätte es ja nicht mehr für möglich gehalten. Nee. Dass man hier sowas Schönes sieht, also würden wir auf jeden Fall wieder empfehlen. Machen. Und Leute, zu dem Preis macht es einfach. Es hat jetzt 25 Euro pro Person gekostet. Ja, wir haben dem guten Mann auch noch Trinkgeld gegeben, weil ich meine, es ist ja schon ja, traurig. Ja. Für wie viel, guck mal, wie viele Stunden, wir waren jetzt wieder von 13 bis 18 Uhr unterwegs. Ja. Wir haben dort Getränke auf dem Schnellboot bekommen, was richtig toll war, dieses Schnellboot. Und Leute, macht das mit diesem Schnellboot. Wir waren so eine kleine Gruppe, das ja. war so entspannt. Nicht zu 100 Hotels gurken, also war wirklich so toll. Ja. Ja. Jetzt machen wir uns schnell ein bisschen fertig und dann gehen wir heute im Nachbarhotel im Alibaba zu Abendessen. Ja, wir sind wieder etwas fresh. Alter, sind wir braun geworden auf dem Schiffboot. Wir sind jetzt hier im Nachbarhotel und hier tun wir jetzt Abendessen. Hier haben wir unser Kärtchen. Reservation. Hier. Mal sehen, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall finde ich, ist das hier extrem schön gemacht. Und Leute, wir haben gerade mal 19 Uhr und es ist schon wieder stockduster. Hier ist die Lobby vom Alibaba. Alter, das ist ein Riesending. Hä? Und hier stehen die Leute schon an. Aber das ist das italienische Restaurant. So, wir sind jetzt hier im italienischen Restaurant. Das sieht richtig schön aus hier. Da ist da hinten das Buffet und es duftet so sehr nach Pizza. Ja, Schatz, die Frau kam von da drüben, habe ich gesehen. Leute, wir sind hier jetzt in dem orientalischen Restaurant. Guckt mal, wie nice das hier aussieht. Das ist schon ein Erlebnis. Ich nehme uns mal hier gibt es frisch aufgeschnittene Wassermelone. Oh, guck mal, wie schön angerichtet. Das ist jetzt wieder das Italienische. Da kann man hier rüberlaufen in das Orientalische. So, unsere Teller. Da gibt es leckere Pute. Hüpfchen. Also hier sieht es schon nice aus, gell? Ja. Und es gibt Melone, Leute. Und Pizza. Pizza. Leute, ich habe meine Pizza. Leckere Pizza Margherita. Und hier gibt es Pommes. Ja. Mussten wir natürlich auch mal probieren. So, jetzt gibt es noch ein bisschen Nachtisch. Wassermelone. Lecker Nachtisch und dann finito. Mhm.
Leute, guckt mal, hier gibt es tatsächlich eine Eisbahn im Alibaba in der Lobby. Krass. Und Bowling. Krass. Guckt mal, hier steht auch eine große Kutsche vorne dran. Achtung, Püschen. Du weißt doch, die fahren hier einen einfach um. Ja. Ja. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier bei Alibaba raus, mal durch den Vordereingang. Und wir laufen jetzt nochmal zum Kleopatra-Bazar. Mit der Hoffnung, wir finden das, was wir suchen. Guckt mal, hier sind noch zwei Liebesschwäne. Wie sweet. Die sind sweet. Tui. Ein Tui-Bus. Oh no, der holt uns übermorgen schon ab. Hallo. Ja, wir sind jetzt hier nochmal beim Kleopatra. Auch hier, Püffchen, das letzte Mal. Ja. Weil wir suchen noch schöne Handtücher für uns. Aber wir kommen morgen eh nochmal hier rüber. Ja, aber noch ganz da hinten. Ja, ich weiß. So Leute, es ist mitten in der Nacht. Püffchen schläft schon. Ich auch gleich. Morgen geht's zu Sand City, das einzigste Sandskulpturenmuseum auf der ganzen Welt. Unter anderem, wir erleben noch viel mehr Sachen. Also schaltet nächste Woche Sonntag wieder ein bei den Püffchens. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt die Kommentare, lasst ein Abo vor allem da. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag, wie gewohnt, um 10 Uhr wieder. Bye, bye.